Einst galt er als einer der angesagtesten Clubs in der Techno-Szene, das U60 311 in Frankfurt. DJ-Größen wie zum Beispiel Sven Feth legten hier auf. Doch seit 3 Jahren stehen die Turntables im Frankfurter Untergrund still, nach dem gewaltsamen Tod eines Disco-Besuchers. Nun sucht die Stadt nach Möglichkeiten, die Räumlichkeiten anders zu nutzen. Diese Treppe führt hinab in eine andere Welt. Eine Welt, in der gestern noch gefeiert wurde, könnte man meinen. Die Gläser stehen noch im Regal, die Discokugel hängt noch an der Decke. Doch eine Party gab es im U60 311 seit über 3 Jahren nicht mehr. Das war ja eine Untergrunddisco, also auch ziemlich dunkel. Als wir das übernommen haben von der Stadt und vorgefunden haben, haben wir jetzt erstmal Baulicht reingemacht, weil das bestehende Licht war doch etwas schummrig. 620 Quadratmeter, 2 Stockwerke, mehrere Dancefloors, 5 Bars. Schummrig ist es immer noch und es riecht muffig. 1998 wird das U60 311 eröffnet. Es entwickelt sich zu einem legendären Techno-Club. Doch irgendwann sorgt er vor allem mit Drogenrazzien für negative Schlagzeilen. 2010 stirbt ein Brite nach einer Auseinandersetzung mit Türstehern. Die Stadt will den Club schließen. Es kommt zu einer Räumungsklage zur Insolvenz des Veranstalters. Seit 2013 ist Schluss. Hier sehen Sie, hier haben wir Wassereinbruch. Das sind noch Undichtigkeiten in der Bodenplatte vom Rossmarkt oben. Da wissen wir noch nicht so genau, was herkommt. Aber es läuft immer so 2 Tage nach Starkregen, läuft es dann immer hier in der Untergrund. Trotz der Baumängel möchte die Stadt die Räumlichkeiten wieder nutzen und die Liegenschaft ausschreiben. Ich kann mir hier verschiedene Sachen vorstellen, ob es gastronomische Sachen sind, ob es Einzelhandel ist oder ob auch eine kulturelle Nutzung reinkommt. Da gibt es, glaube ich, schon verschiedene Dinge, die man machen kann. Und die Lage mitten in der Stadt ist, glaube ich, durchaus allein schon mal was ganz Besonderes. Doch ob das reicht, ist fraglich. Denn es müsste viel Geld in die Hand genommen werden, vor allem in Sachen Brandschutz. Und ein Club möchte die Stadt hier nicht mehr haben. Klar ist, dass natürlich, wenn sie unter der Erde sind, das Thema Entfluchtung und Entrauchung ein Thema ist, das man ernst nehmen muss. Das muss man sich genau anschauen. Es war ja auch damals bei der Nutzung als Club immer ein Punkt, der, sagen wir mal, kritisch beäugt wurde. Auch das ist ein Argument, warum ich jetzt glaube, man sollte nicht nochmal eine Clubnutzung hier reinbringen. Doch einen Nutzen hat das Areal. Der Fluchtweg der angrenzenden B-Ebene der Hauptwache führt direkt durch den Club. Nach oben, hinauf in eine andere Welt.